Kurz nach Sonnenaufgang ging Krates zu den Athenapriestern. Auch das Heiligtum war durch das Erdbeben stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Umfassungsmauer war ebenso beschädigt wie einige Nebengebäude und der Tempel war wegen Einsturzgefahr geschlossen worden. Nur das Schatzhaus war wie durch ein Wunder unversehrt geblieben. Zu seinem Erstaunen erfuhr Krates, dass die Priester neben den 40.000 Drachmen seines Vaters auch einen weiteren Posten über 28.000 Drachmen verwahrten, die ihm sein Lehrer Myron testamentarisch vermacht hatte. Da Myron das Erdbeben bekanntlich nicht überlebt hatte, könne Krates die komplette Summe am nächsten Tag abheben. Er bedankte sich für die Auskunft und verließ eilig das Heiligtum. Einem inneren Impuls folgend zog es ihn in die Athenastraße, wo die Zerstörungen besonders schlimm waren. Kaum eines der Häuser hatte den Erdstößen standhalten können, und so fand er an der Stelle, an der einst das kleine Haus seines Lehrers gestanden hatte, nur noch Schutt und Asche. Niedergeschlagen stand er an den steinernen Türpfosten, vor denen die zerschmetterte Tür mit den Bronzebeschlägen lag. Er kletterte über den Schutt, bis er vor der alten Pinie im Hof stand, die nun von Trümmerbergen umringt war und das Erdbeben als einzige unbeschadet überstanden zu haben schien. Wehmut stieg in Krates auf, als er in der Nähe des Haupthauses die Reste des Weinkruges entdeckte, den er Myron damals zum Abschied geschenkt hatte. Er bückte sich und hob eine der Scherben auf denen sich das Vasenbild erhalten hatte. Traurig wischte er den Staub vom Gesicht des Saturn und steckte die Tonscherbe in seine Manteltasche. Dann wandte er sich ab und verließ die Ruine. Am Marktplatz, auf dem trotz der ihn umgebenden Not weiter gehandelt wurde, blieb er stehen und blickte verzweifelt auf das friedlich glitzernde Meer. Myron und Timokrates hatten ihn quasi über Nacht zu einem der reichsten Studenten von Tarsos gemacht. Aber wie sollte er sich darüber freuen? Krates haderte mit seinem Schicksal und hätte am liebsten laut losgeschrien. Aber was hätte das schon geändert? Er machte sich auf die Suche nach Hippias und die Furcht, auch diesen Freund verloren zu haben, machte ihn fast wahnsinnig. Doch am Gymnasium, dessen Eingang nur noch über einen schmalen Pfad beiseite geräumter Trümmerteile erreichbar war, wurde er schnell fündig. »Krates«, rief Hippias begeistert, als er ihn im Vorhof des Gymnasiums erkannte. »Krates, mein Freund, was bin ich erleichtert, dich zu sehen!« Sie umarmten sich stürmisch und blickten einander lachend in die Augen. Hippias verabschiedete sich von den anderen Ringkämpfern und begab sich mit Krates in eine nahegelegene Taverne. Er drückte ihm sein Beileid aus, doch Krates erzählte ihm von der epikureischen Einstellung, die ihm bei der Trauer um seinen verstorbenen Vater so sehr half. Dann musste er ihm alles über seinen Start in Tarsos erzählen. Hippias berichtete im Gegenzug von den Schrecken des Erdbebens, vom Baubeginn der Befestigungsanlagen in Magartha und seinem neu erwachten Interesse für den Ringkampf. Es wurde ein herzliches Treffen, das Krates wieder aufmunterte und ihm das Gefühl verlieh, Malos nie verlassen zu haben. Als er wieder nach Hause kam, fiel ihm gleich das reparierte Dach ins Auge. Hier und dort glänzten neue Ziegel im Verband, die Mauerrisse am Haupthaus waren frisch verputzt und selbst die beschädigten Partien im Hofpflaster sorgsam ausgebessert. Krates ging in die Küche und fand Ortygia und Agathon Arm in Arm auf der Holzbank sitzen, während Mela mit der Zubereitung des Abendessens beschäftigt war. Lachte Krates, ihr beiden scheint euch ja gut zu verstehen. Ist das die berühmte Liebe auf den ersten Blick? Ortygia errötete, doch Agathon lachte nur. Wo bist du denn die ganze Zeit gewesen, Mann? Ich war bei den Priestern und einem alten Freund. Und ihr? Wir waren auf der Agora und haben Proviant eingekauft, damit wir übermorgen nicht verhungern müssen. Ich fürchte übrigens, sagte Krates, dass ich ein kleines Problem habe. Ich würde mein Geld gern mit nach Tarsos nehmen, aber es sind fast 14.000 Goldmünzen. Hast du vielleicht eine Idee, wie wir das machen können? Agathon pfiff durch die Zähne. 14.000! Vergiss es, das schaffen wir nie. Allein für das Gewicht der Münzen müsstest du dir zwei neue Pferde kaufen, von den Scherereien mit den Zöllnern in Tarsos ganz zu schweigen. Krates schüttelte frustriert den Kopf. »Nimm doch nur einen Teil davon mit«, schlug Ortygia vor. »Du wirst doch eh nur eine kleine Summe brauchen und das Geld auch in Tarsos wieder bei den Priestern deponieren, oder? Was macht es denn dafür einen Unterschied, ob dein Vermögen nun hier oder dort liegt?« Am nächsten Tag ging er mit Agathon zum Athena-Tempel und hob dort 5.000 Drachmen ab. Sie verstauten die 1.000 Goldmünzen in einer Holzkiste
und brachten sie nach Hause. Anschließend machten sie sich auf den Weg zum Markt, wo sie 4 feste Leinensäcke, Baumwolle, Tuch und Stroh besorgten, mit dem sie die Säcke in den Nachmittagsstunden weitgehend schalldicht isolierten. Als sie die Münzen auf die 4 Säcke verteilt und diese zugeschnürt hatten, stemmte Agathon einen von ihnen in die Luft und ließ ihn mit voller Wucht auf den Boden fallen. Befriedigt stellten sie fest, dass die Säcke tatsächlich keinen Klang abgaben und man nicht hören konnte, was sich in ihnen befand. Ihr letzter Abend in Malos war lang und traurig. Ortygia klammerte sich an Agathon und Mela konnte sich an Krathis und den beiden nicht satt sehen. Nach einer kurzen Nachtruhe sattelten sie ihre Pferde und nahmen Abschied. Krathis drückte Mela und seine Schwester fest an sich und sah mit einigem Erstaunen, dass sich Agathon und Ortygia nicht nur innig umarmten, sondern auch küssten. Schließlich krähten die ersten Hähne und sie begaben sich auf ihren langen Weg in die Dunkelheit. Lange Zeit, ja eigentlich bis zu ihrer ersten Rast an der Furt über den Saros, waren sie schweigend geritten, jeder in seinen eigenen Gedanken und mit der zunehmenden Kälte beschäftigt. Nachdem sie die Pferde angeleint und den Proviant aus den Säcken geholt hatten, nahm Agathon seinen Freund bei den Schultern und blickte ihn strahlend an. »Beim Zeus«, rief er begeistert, »was für eine Frau!« Krathis begegnete ihm mit besorgter Miene. »Ich freue mich für dich, Agathon, wirklich, und ich freue mich auch für Ortygia, aber ich möchte, dass du mir eines versprichst.« »Was immer du willst«, sagte Agathon beherzt und breitete eine Decke auf den Boden, damit sie sich nicht auf die kalten Steine setzen mussten. »Weißt du, Ortygia bedeutet mir sehr, sehr viel, und wenn du sie verletzt, wirst du auch mich verletzen, hörst du? Also spiel bitte nicht mit ihr.« Agathon lächelte ihm verständnisvoll zu. »Da sei unbesorgt, Krathis, auch mir bedeutet sie so viel, dass ich es mir nie verzeihen würde.« Krathis erwiderte das Lächeln und horchte auf, weil die Pferde wieherten. Der Himmel hatte sich plötzlich zugezogen und es begann zu regnen. Eilig verschlangen sie die Brote, saßen auf und durchquerten den Fluss. Während der folgenden Stunden goss es wie aus Kübeln, und je näher sie den Bergen kamen, desto kälter wurde es. Agathon gab Krathis ein Zeichen, er möge absitzen und sein Pferd eine Weile am Zügel führen, damit er sich durch die Bewegung wieder aufwärme. Der Wind hatte mittlerweile aufgefrischt und wehte ihnen den Schnee direkt ins Gesicht. Wieder und wieder mussten sie ihren Marsch unterbrechen, weil der Weg unter dem endlosen Weiß verschwand. Es ging schon auf den Abend zu und Krathis war kurz davor aufzugeben, als sie endlich die Stadtmauern von Tarsus erreichten. Halb erfroren und völlig erschöpft gelangten sie zur Akademie, wo sie die Pferde in den Stall brachten und das Gepäck in ihre Zimmer warfen. Immer noch frierend wankten sie schließlich in den beheizten Seminarraum und ließen sich vom Koch eine heiße Fischsuppe bringen. »Bei allen Göttern«, stöhnte Krathis, während er langsam wieder auftaute, »was für ein Ritt!« »Stimmt«, nickte Agathon ernst, »das war ziemlich knapp, mein Freund. Mehr als eine Stunde hätten wir das wohl nicht mehr geschafft.« Krathis blickte Agathon dankbar an. »Du hast mir in den letzten Tagen sehr geholfen. Ich hoffe nur, dass ich das eines Tages wieder gut machen kann.« Agathon lachte müde. »Wenn du mir gestattest, mit deiner Schwester in Kontakt zu bleiben, Krathis, gibst du mir mehr als genug.« »Bei Aphrodite, mich hat's wirklich erwischt.« Es war noch früh am Morgen, als Krathis und Agathon gegen die metallene Pforte des Apollon-Heiligtums von Tarsus klopften. Krathis fragte nach dem Schatzmeister, überreichte ihm die Holzkiste mit seinem Geld und handelte mit ihm einen Guthabenzins von 7% aus. Agathon verabschiedete sich, weil er auf dem Markt neue Papyrusblätter kaufen wollte, und auch Krathis machte sich wieder auf den Rückweg. Während er sich durch die zunehmend voller werdenden Straßen schob, musste er unwillkürlich an seinen Vater denken. Timokrates hatte ihn immer davor gewarnt, Zuversicht und Hoffnung miteinander zu verwechseln. Denn obwohl sich beide Begriffe auf etwas Zukünftiges, Unsicheres und Wunschbeladenes beziehen, spiegeln sie doch zwei grundverschiedene Geisteshaltungen wider. Hoffnung war demnach etwas Passives, was keinerlei eigene Aktivität voraussetzt und daher eines ehrbaren Mannes unwürdig sei. Zuversicht dagegen könne man nur empfinden, wenn man selbst alles Erforderliche getan habe. In den kommenden Wochen stürzte sich Krathis in sein Studium wie nie zuvor. Dionysios empfand für ihn eine innige, ja fast väterliche Freundschaft
und sie setzten ihre wissenschaftlichen Diskussionen oft bis in die späten Abendstunden fort. Das alexandrinische Prinzip der von Aristarchos gelehrten Analogie als logischer Ansatz, der von der Gleichheit zweier Formen ausgeht, war Krates mittlerweile klar geworden, wenn auch er in einigen Bereichen seine Zweifel hatte, ob sie wirklich der Weisheit letzter Schluss sei. Außerdem begriff Krates mehr und mehr, dass der eigentliche Hauptunterschied zwischen den Akademikern und Analogikern auf der einen und den Stoikern auf der anderen Seite in der Ablehnung bzw. der Bereitschaft lag, sich auf dem Weg zur Erkenntnis von Erfahrungen leiten zu lassen. Denn Erfahrungen, das wusste er aus seinem eigenen Leben, hatten oft die unbequeme Eigenschaft, sich nicht logisch erklären zu lassen. Die Akademiker lehnten sie daher als gültigen Sinneseindruck ab, während sich die Stoiker wenigstens mit den Bedingungen auseinandersetzten, unter denen sie als gültiger Sinneseindruck akzeptabel wäre.